Herzlich willkommen zu unserem ersten Redstone Tutorial. Ah, Kevin baut wieder. Scheiße. Ich mach das jetzt mit Kevin Style 799. Sag mal hallo oder sag mal irgendwas. Hallo. So. Jeder kennt ja eigentlich diese Schaltung. Also, so, geradeaus, ne, Redstone. An, aus, das ist ja klar. Aber wenn ihr jetzt eine Schaltung braucht, die an ist, und wenn ihr den Schalter drückt, dass die dann ausgeht, dann macht ihr die so. Einfach hier einen Block setzen und dann hier einen Redstone-Verkehr. Das ist zum Beispiel praktisch, bei einem Schalter ist es ja nicht so, ne? Aber, wenn ich das so mache, so. Oh, meine Maus. So, wenn ich jetzt da so einen Knopf hin tue. Also so, ne? Dann ist es ja jetzt an und aus. Jetzt ist es dauerhaft aus. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendeine Tür bauen wollt, dann ist das wichtig. Weil die Tür soll ja erstmal zu sein. Und... Entschuldigung, meine Maus. So, dann sollte es ja schon offen sein, damit es zu ist. Ne? Und wenn ihr jetzt auf den Schalter drückt, auf den Button drückt, geht das auf. Zum Beispiel, ja, bei so einer Schaltung ist es sehr praktisch. Ich glaube, das war's. Ja, ich mache noch Wort Yes. So, er baut da irgendwas anderes, aber das ist jetzt noch nicht wichtig. Vielleicht das nächste Video. Bis dann, Leute.